Hallo, herzlich willkommen zu einem weiteren Video in unserer Fusion 360 Grundlage Tutorial Reihe. Und in diesem Video wollen wir uns mal anschauen, welche Möglichkeiten wir haben, um in Fusion in Skizzen Kreise zeichnen zu können. So, fangen wir mal an. Ich habe hier, um die verschiedene Kreisfunktionen vorführen zu können, habe ich hier so ein kleines Aufgabeblatt als Skizze vorbereitet. Und fangen wir mal gleich mit der ersten Funktion an. Mit der Kreisfunktion gehen wir mal hier in die Skizze rein, öffne die zum Bearbeiten. Und unsere erste Kreisfunktion, die haben wir hier oben in der Symbolleiste. Können wir auch über das Tastaturkommando C aufrufen, C für Circle. Und das ist ein Mittelpunktsdurchmesserkreis, also ein Standardkreis. Der braucht eigentlich nur den Mittelpunkt, wo man den ansetzt. Ich habe hier mal einen Punkt definiert und dann können wir den aufziehen, sehen dann hier auch das Maß, können dann das Maß entweder über die Tastatur eingeben oder halt später dann auch hier bemaßen und können hier dann das richtige Maß eintragen, zum Beispiel 50 mm. So, ich mache das mal kurz rückgängig mit dem Bemaßer. So, das Maß können wir auch mal wieder rauslöschen und dann kommen wir zum nächsten Kreis. Der nächste Kreis, den wir hier über das Skizzenmenü aufrufen können, ist der Kreis mit zwei Punkten. So, wo können wir den einsetzen? Also, wenn wir zum Beispiel hier eine Linie haben, ich zoome mal hier ein bisschen weiter rein, so. Dann können wir jetzt quasi einen Kreis setzen zwischen zwei Punkten. In dem Fall wäre es jetzt hier die Endpunkte von der Linie. Ich klicke mal den ersten Endpunkt an, den zweiten Endpunkt. Und dann zieht er mir quasi hier einen Kreis auf und hier die Linie ist dann in dem Fall jetzt mein Durchmesser. Wo kann man das jetzt explizit bei einer Skizze einsetzen? Angenommen, wir haben hier so ein Rechteck und ich möchte hier eine Verrundung machen. Dann, wenn die Kreisfunktion mit zwei Punkten noch aktiv ist, klicke ich quasi den ersten Punkt an, gehe dann auf den zweiten Punkt, habe jetzt hier einen Kreis reingezogen und kann den natürlich hier jetzt auch wegtrimmen. Andere Methode wäre natürlich, wenn man hier die Breite bekannt ist, kann ich dann auch das mit der Radiefunktion machen, wobei ich jetzt sagen würde, dass hier dann die Kreisfunktion mit zwei Punkten wesentlich schneller und einfacher ist für uns erledigt. So, die dritte Möglichkeit, die wir haben, ist dann einen Kreis machen mit drei Punkten oder der durch drei Punkte durchgeht. Also gehen wir mal hier wieder in unser Skizze-Tool. Dann haben wir hier die Funktion Kreis mit drei Punkten. Hier haben wir jetzt in dem Fall drei Linien mit drei Endpunkten. Klicke nacheinander die drei Endpunkte an und kann dann hier meinen Kreis definieren. Das geht auch entgegen dem Uhrzeigersinn. Also kann man in beide Richtungen laufen lassen. Und so kann man dann hier auch einen Kreis durch drei Punkte bestimmen. So. Im Prinzip haben wir jetzt die Kreise, die man mit Punkte bestimmen kann, abgefrühstückt. Und jetzt gibt es hier noch die Möglichkeit, dass man das mit Linie machen können. Also sprich mit Tangente. Das heißt, wir gehen mal nochmal auf die Kreisfunktion. Wähle jetzt hier mal den Kreis mit zwei Tangenten aus. Dann kann ich hier jetzt das dann benutzen, um hier eine Verrundung zu machen. Dann klicke ich die erste Linie an, die zweite Linie. Und dann wird mir hier ein Kreis mit der Eigenschaft tangential zwischen den zwei Linien eingesetzt. Dann könnte ich hergehen und dann hier die Außerkante wegtrimme und die Innerkante und hätte dann so eine Verrundung erstellt. Allerdings war das jetzt mit dem Weglöschen hier nicht so toll. So. Müssen wir natürlich dann auch hier. Jetzt. Dann haben wir das richtig verrundet. Hier ist natürlich ganz klar, wenn ich die Verrunden-Funktion auswähle, ist hier wesentlich effektiver. So, ich mache das mal wieder rückgängig, dass wir das hier alles sehen. Also das wäre dann zwischen zwei rechte Winkel oder zwischen zwei Linien, die im rechten Winkel sind. Das können wir natürlich auch die Kreisfunktion anwenden mit zwei Tangenten in zwei Linien, die quasi willkürlich zueinander stehen. Nehmen wir hier nochmal Kreis mit zwei Tangenten. Erste Linie, zweite Linie. Dann kann ich den hier aufziehen und habe dann hier entsprechend den Kreis zwischen zwei willkürlich liegende Linien. So, jetzt haben wir noch den Kreis mit drei Tangenten. Rufen wir den auch mal auf. Kreis mit drei Tangenten. Klicke ich nacheinander drei Linien an. Und dann setzt er mir hier automatisch den Kreis rein.
Das gleiche funktioniert natürlich auch bei einem Dreieck. Hier haben wir mal ein willkürliches Dreieck. Die Kreisfunktion ist noch aktiv. Und dann kriegen wir hier schon den Kreis rein. Und es funktioniert natürlich auch bei einem rechtwinkligen Dreieck. Und so kann ich dann hier schön meinen Kreis positionieren, um eventuell ja den Mittelpunkt oder irgendwas festlegen zu können. So, das sind im Prinzip sind das hier jetzt alles sehr einfache Möglichkeiten, mit Kreise zu ziehen. Meistens war es oder ist es eigentlich so, dass man mit der Standardkreisfunktion ziemlich weit kommt und dann irgendwann mal bei einer Skizze anfängt, dann sich Hilfslinie zu konstruieren. Und dann macht es durchaus mal Sinn, dass man hier die verschiedenen Möglichkeiten, wie man die Kreise zeichnen kann, sich mal angeschaut hat. Und dann spart man sich vielleicht oder die andere doch etwas komplexere Hilfskonstruktion, wenn man dann hier gerade in dem Fall auf die Tangentenkreise eingeht und die dann benutzt und kann sich so halt einiges vielleicht an Konstruktionsaufwand sparen. So, viel Spaß beim Ausprobieren von den verschiedenen Kreisfunktionen und wir sehen uns dann beim nächsten Video.